Guten Abend und von harten Willkommen auch zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Ich freue mich dort, wie diese Gelegenheit Herrn Meier von It Gott sein Wut taub zu studieren, zu betrachten und zu lehren. Und wenn schon durch das Studium uns kann eine Ermutigung sein, dass sein Wut uns gerade und wichtiger wird und wir dadurch taub gesegnet worden. Warum soll es gewöhnlich diese Bibel- und Gebetsstunde mit zwei Leuten anfangen? Lud uns der taub Metzing, wir wollen die Wirt hier auf dem Bild sein. Und wo das passend ist, werden wir dann einfach taub singen. Mein Gott und ich, wir wandeln hier zusammen. Durch Freud und Leid, wie Freunde es nur tun. Und wenn die Welt den Hass und Neid entflammelt. Mein Gott und ich, wir bleiben stets uns treu. Und wenn die Welt den Hass und Neid entflammelt, mein Gott und ich, wir bleiben stets uns treu. Durch schwere Jahre hat er mich begleitet, in der Gefahr war er mein Schutz und Heil. Durch Stunden der Versuchung mich geleitet und ferner ihm versprach er treu zu sein. Durch Stunden der Versuchung mich geleitet und ferner der einst den Pilgerlauf beendet, wenn all mein Werk vollendet hier wird sein, dann weiß ich, wo denn ist sein Heim bereitet, wo mich mein Gott will ewiglich erfreuen. Dann weiß ich, wo denn ist sein Heim bereitet, wo mich mein Gott will ewiglich erfreuen.
Nun werden wir noch taub beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auch wieder vor deinen Gnadenthron kommen können und auch im Gebet uns da vor dir versammeln dürfen. Auch wenn wir nicht persönlich vor Ort Gemeinschaft haben können, Herr, so danke ich, dass wir durch dich verbunden sein können, zu einer Familie gehören, dass du uns durch dein Blut erkauft hast und zu deinen Kindern gemacht hast und uns zu Kindern deiner Familie hinzugefügt hast. Danke, Herr Jesus, für einen jeden meiner Brüder und Schwestern, auch wenn wir uns schon eine Weile nicht persönlich sehen konnten. Aber ich bitte, dass du jedem Einzelnen wirklich nahe sein möchtest. Hilf jedem in seinem Alltag, bei den Aufgaben, in der Familie, zu Hause oder wenn jemand bei der Arbeit ist. Herr, dass wir dir treu bleiben, dass wir dir von Herzen dienen, dass wir in dir gegründet und gewurzelt werden. Herr, dass auch wenn die Gemeinschaft jetzt sehr beschränkt ist, dass wir trotzdem im Gebet miteinander verbunden bleiben. Und so bitte ich dich, dass du jedem helfen möchtest, den Kindern, den Jugendlichen, und auch uns als Erwachsene. Hilf uns, Herr, den Blick allezeit auf dich gerichtet zu halten. Beten aber auch für das ganze Land, hier Bolivien, auch für die Welt. Du siehst, dass wir diese besondere Krise jetzt durchgehen, und danke, dass du in manchen Ländern schon geholfen hast. Das scheint das Schlimmste schon vorbei zu sein, dass es auf dem Weg der Heilung, der Besserung sich befindet. Und so bete ich, dass du auch weiter Gnade geben möchtest. Bete auch für unser Land hier, dass doch auch dieses bald vorbeigehen könnte und wieder alles aufgeht und jeder wieder seiner Arbeit und dem normalen Alltag nachgehen kann. Bitte gib du deinen Segen, Herr Jesus. Hilf denen, die besonders durch diese Krankheit oder auch sonst durch irgendeine Krankheit betroffen sind. Hilf den Trauernden, hilf denen, die einsam sind in diesen Tagen. Sei du gegenwärtig und tröste und fülle du die Lücke aus. Und so bete ich auch für diese Bibelbetrachtung jetzt, dass du uns die Herzen öffnen möchtest, zu uns reden, uns dein Wort wiederum groß und wichtig werden lassen. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Ich danke dir und preise dich. Amen. Wir waren von der Suess mit unserer Bibelbetrachtung. Wieder merken, wir haben ja mit der Timer angefangen, die Bibel aus der Vogelperspektive. Das meint so viel, wir waren ein Überblick über die ganze Bibel einmal kriegen. In der letzten Gebet schon sind wir das erste Buch Mose all durch und nie von der fangen wir mit dem zweiten Buch Mose an. Im ersten Buch Mose sehen wir all, dass man heute die ersten fünf Bücher von der Bibel mit unseren Fingern vergleichen. Der erste, der Dümen, das ist ein erste Buch Mose und von der also kommen wir dann zum zweiten Buch Mose oder zu unserem Zeigefinger. Und so aus der Zeigefinger bei uns auch eine wichtige Bedienung hat und fährten ab irgendwo hinwiesen wird, so wird auch, können wir sein, das zweite Buch Mose hinwiesen ab das wichtigste Ereignis, was ab dieser Welt in der Herbst geschehen ist. Dort wird im zweiten Buch Mose fingen, dort ist ein gute Beispiel für dort, wo Jesus Luther für uns gedun hat, wo er uns von der Sklaverie von Ägypten rückgekauft hat und uns sein Volk geraten hat. Um auch die Heilsblumen Gottes gut zu verstehen, es wird sehr nützlich, wenn wir all die Geschichten im Alten Testament gut verstehen, dort zum Beispiel aus dem Fundament. Wenn wir das verstehen, dann wird uns dort auch leichter sein, klar zu sein und klar zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Das zweite Buch Mose ist ein wichtiges Buch in unserer Bibel. Man kann sagen, dort im Alten Testament ist von allen alttestamentlichen Bücher ist kein Buch, was so fern irgendwo eine Referenz wie Fingchen oder durch ein Hinweis an ab der Schrift steht, als gerade von dem Buch Exodus oder zweite Buch Mose. Also von den Bücher im Alten Testament wird Ferken einmal war ab dem zweiten Buch Mose Bezug genommen, ab dem, was in diesem Buch passiert ist. Und auch eben im Neuen Testament steht das zweite Buch Mose an der dritten steht von den Referenzen, die nur im Alten Testament kommen. Das erste und zweite wird sein, die Psalmen und der Prophet Jesaja.
Da fangen wir ihre mal im Bibelfers, was von du sind. Aber vor aber drei steht, es soll das zweite Buch Mose. Also mit anderen wird wir fangen viel im Alten und auch im Neuen Testament, dort von dem zweiten Buch Mose geredet wird. Also dort ist ein wichtiges Buch, was wir nie betrachten werden. Klingt wird ein Überblick über eine Zeit, wir uns ungefähr hier befinden im zweiten Buch Mose. Das zweite Buch Mose fängt an mit nur dem Tod von Josef, dort wir ungefähr im Jahr 1800 vor Christus hier warst. Dort hielt ab, das zweite Buch Mose hielt ab mit, wo das Volk Israel die Stiftshütte gebüht haben. Dort erst ungefähr im Jahr 1450 vor Christus hier warst. Wir lesen auch im 2. Buch Mose 12, Vers 40, dass die Israeliten während 430 Jahre in Ägypten gewesen. Und das 2. Buch Mose wird ungefähr von der Zeit handeln, also von dem, nur dem Jakob mit seinen Sehns, mit seiner Familie in Ägypten kam. Und dann so die 430 Jahre, die sie in Ägypten teilgebracht haben, was die von Ägypten rückgetragen sind und dann noch ein kleines Ängstchen, vielleicht noch ein Jahr oder so. Interessant ist auch, dass die ersten 12 Kapitel handeln von ungefähr 430 Jahren und der letzte 28 Kapitel im zweiten Buch Mose, die handeln mal von einem Jahr, von dem, was bei einem Jahr von ungefähr passiert ist. Was ist so grob gesagt oder hast du gesagt, der Timer oder der Inhalt von dem zweiten Buch Mose? Also am Ende vom ersten Buch Mose sahen wir, wo Jakob mit seiner Familie in Ägypten kam. Und in den Jahren in Ägypten hat sich die Nukommenschaft von Jakob als Jesaja gewossen. Bei dieser 430 Jahre in Ägypten hat sich das als Volk Jesaja gewossen. Wir lesen in 2. Mose 1, Vers 7. Israel seine Nukommen vermehrten sich, dort einer alle Wegen mit dir regnen musst, will sei, so sei es auch nein. Dort lernt wir einfach voll von an. Es wird nicht scheinen, wo das mitgetragen ist, sie wir alle Wegen. Stell dir vor, von einem kleinen Sturm von 70 Menschen, wo du in Ägypten kamen, gelesen in 1. Mose 40, Vers 27, all Jakobs in den Nukommen, die in Ägypten wären 70 Menschen. Also mit der Taft wird angefangen. Von den 70 ist ein großer Volk geworden von 600, über 600.000 Mann, ohne frühes in Kenia geteilt. Lass uns mal top lesen. In 2. Mose 12, Vers 7, deutlich. Die Israeliten, wie 600.000 Männer, gingen zu Feld von Ramses nach Sukkot, frühes in Kenia nicht geteilt. Wenn wir die frühes mitteilen von diesen 600.000 Männer und dann noch die Kenia, wenn wir daran denken, dass sie viele Kenia haben, weil sie sind das Volk haft, wo sie gewossen, dann kann es mit allem Taub ein Volk geben von vielleicht 3, 2, 5 Millionen Menschen im Ganzen. All hier können wir sein, wo sich die Verheutung, was Gott Abraham gegeben hat, all angefangen hat zu erfahren. Weißt du noch, was Gott zu Abraham gesagt hat in 1. Mose 12, Vers 1, Vers 3? Du im zweiten Vers besonders sagt er, ich will von dir ein großes Volk merken und ich will dich segnen. Ich will dich nun wie bekannt merken und du wirst ein Segen sein. Von einer Familie ist nun bei einer 430 Jahre ein ganzes Volk geworden. Vielleicht von ungefähr 3 Millionen Menschen. Die Ägypter, als sie dort sahen, was da passiert, wo das Volk sich so, wo das Buch sich wassen wird, haben sie dort mit der Angst, haben sie Angst bekommen. Und so haben sie angefangen, das Volk Israel mit unter Druck zu holen. Aber je mehr sie geprobt haben, das Volk clean zu holen, umso mehr ist dort gewassen, hat dort gewassen. Aber Luther kam ein Nier, Herrscher in Ägypten ab, was lange die Geschichten von Josef nicht kennt und auch kein persönliches Interesse an dem Volk Israel hat. Und er hat eine andere Politik eingeführt, eine Politik, was durchgereichtet wird, das Volk Israel clean zu merken. Wir lesen in 2. Mose 1, Vers 8. Dann kam da ein
nie erkenne ich ab über Ägypten, der nichts von Josef wisst. Und so, als mit der Tiet besagt und das auserwählte Volk, als so zu einem Volk von Sklaven geworden, wo der Ägypten ein Hut überhauen, wo der sei und retten. Aber du hier die Geschichte nicht ab. Gott hat ja Abraham verheiten, er wird das Volk segnen. Und so hofft Gott auch ein Blumen reit, um das Volk von jeder Knechtschaft rüte holen. Und dort beraubt er ganz besonders einen Mann, Moses. Und dann der er dich an mit viel Schwierigkeiten, mit allerhand Tiegen und Wundern, der er dann das Volk Israel von Ägypten rüte führen. Dann dich ein besonderes Wunder, dich das Rote Meer führen. Und dann bringt er dort eine Wiese, und du in der Wiese, der er mit dem Volk, mit der großen Nukommenschaft nie, ganz offiziell ein Kontrakt merken, ein Bund schließen. Wo ist das zweite Buch Mose aufgebaut? Das zweite Buch Mose hat im Ganzen 40 Kapitel. Der erste 20 Kapitel sind sehr interessant zu lesen, meistens eine sehr interessante Geschichte. Der zweite Hälfte ist, lass zuerst ein Beträger zu lesen. Du hast das mal mit Verschriften, mit Gesetzen, mit Geboten zu tun. Aber auch wenn das vielleicht scheinbar nicht so interessant ist, so ist es dennoch gerade so wichtig. Wir wollen gerne das zweite Buch Mose in vier große Ereignisse einteilen. Also das erste, sehr wichtige Ereignis, von dem das zweite Buch Mose redet, ist das Passafest. Alle ersten 13, 14 Kapitel, die reichten alle sich durch und dann wird zuletzt das Passafest geschrieben, wo Gott das Batur gebracht hat, das Volk Israel diesen besonderen Tag durch in Ägypten noch gefeiert haben. Das zweite Ereignis, wo das sehr interessant ist, sehr wichtig ist, auch wo sie durch das Rote Meer durchgegangen sind, wo Gott ein großes Wunder getan hat, wo das Volk Israel durch das Rote Meer ging. Das dritte besondere Ereignis können wir sein, dass erst vor Gott dem Volk Israel durch Luther in der Wiese ab dem Berg Sinai das Gesetz gegeben hat, durch den Mose. Und das vierte, wo wir können lesen, wo das Volk Israel angefangen hat, durch in der Wiese die Stiftshütte zu bauen. Gott hat ja Mose erst ab dem Berg Sinai durch so klar den Plan gegeben, wo sie dort bauen sollen, und dann haben sie dort auch wirklich durchgeführt. Mose ist selbstverständlich derjenige, auf was das zweite Buch Mose geschrieben hat. Wir finden im zweiten Buch Mose selbst mehrere Hinweise, wer dort heute geschrieben hat, bloß um ein Beispiel zu nennen. Im zweiten Mose 17, Vers 14 lesen wir: Der Herr seht zu Moses, schrieb das ab, dass die dort waren im Denkhallen. Also Gott hat direkt zu Moses gesagt, du dort abschrieben. Und das wird sicherlich, was Mose getan hat. Er hat ja auch eine gute Abbetragung gekriegt in Ägypten. Er hat die Schulen gehört. Er konnte schreiben, wir verarmt kein Trubel. Menschen, die sich mit der Geschichte befassen, die sich durch ihn und die sagen, bestätigen auch, dass Mose selbst das Buch geschrieben hat. Weil sie sagen, was wir hier im zweiten Buch Mose von Everdeen ägyptischen Pharao, über das ägyptische Volk und wo sie dort ab ihrem Hof zur Taugung haft, dort kann selbst kein anderer abgeschrieben haben, als einer, der sich durch ihn kennt, der die Einzelheiten von Ägypten kennt will. Was wir hier im zweiten Buch Mose finden, über die Ägypter geschrieben, dort steht krank mit dort, wo die Geschichtsschreiber über das Volk Ägypten schrieben. Also allerhand Einzelheiten. Aber weil Mose am Hof von Pharao abgewossen ist, du groß geworden ist, du ungerechtet worden ist, ist es ja auch klar, woran die Information so gut stimmt. All die Einzelheiten, die du beschrieben sind, so krank, auch wirklich zum ägyptischen Volk passen. Und da steht, wenn wir mal an unser Leben denken. Viele Erfahrungen in unserem Leben in der Vergangenheit, was uns vielleicht zu einer gewissen Zeit nicht klar wird, woran wir dort durchleben mussten. Oder die Viren Luther für irgendwann in unserem Leben, in der Zukunft, sind es Seifer und Paus gekommen. Hast du das auch so belebt? Wie kann sein, Gott hat
Eva bleibt über unser Leben. Er kennt unsere Vergangenheit, er kennt auch unsere Zukunft. Und er hat Sachen und Belebnisse in unserem Leben, lassen dort die passieren, um uns vielleicht auch für einen besonderen Abruf Luther im Leben, Reuter merken, Uter bilden. Wir können dort besonders im Leben von Moses sein, wo Gott an all von clean, all it erwählt hat und an durch allerhand Schulen geschickt hat, um Luther an für diese besondere Abruf wirklich brücken zu können. Mose hat im ganzen 120 Jahre gelebt, dort lesen wir im vierten Buch Mose. Die 120 Jahre haben wir eigentlich krank ab drei Ports, glickengroße Ports verdeilen, 40, 40 und 40. Die erste 40 Jahre hat Mose in Ägypten gebracht. Er ist in eine Levitenfamilie geboren, also vom Stamm Levi, ungefähr im Jahr 1424 vor Christus. Sie nun Mose bedeutet eigentlich von Utem Wuter getroffen. Da ich ein besondere Begebenheit, wo ich mich nicht angehen will, als er aus ein Kind abgenommen worden ab dem Hof von Pharao. Und du hast der Benner die erste 40 Jahre, nachdem er gerade geworden ist, als er dann noch älter wird, oder meist 40 Jahre wird, so hast du geprüft, dass seine eigene Kraft, sein Volk, das Volk Israel, Frieden merken oder Ernte zu halten. Aber du hast ihm nicht geglaubt, dort als Schäufigung. Und er musste fliehen. Seine zweite Hälfte von seinem Leben, oder zweite Drittel von seinem Leben, der nächste 40 Jahre, verbrachte Mose im Lande Midian, also heißt von Ägypten, wachgerannt, wie es hat Angst um sein Leben, wie es er in Ägypten dort gemerkt hat. Und so musste er der Pharao fliehen. Und du im Lande Midian, du hast bei einem Priester Jethro, du hast eine Arbeitsstätte gefunden, du hast aus Schubsort ungefähr 40 Jahre lang gelebt und gearbeitet. In den 40 Jahren hat er sich auch befreit, krank mit der Tochter von einem Jethro. Und seine Frau hieß Zipporah und Luther hat auch noch wenigstens zwei Jungs bekommen. Die Jungs heißen Gershon und Eliezer. Dann seine letzte 40 Jahre hat Gott Moses besonders gebraucht, um seine Abruf zu erfahren, das Volk Israel von der Knechtschaft von in Ägypten rüttleiden. Und dann hat er arm gebraucht, um auch mit dem ganzen Volk Israel den Bund zu schließen. Moses aus wieder zwischen und um Deich Moses hat er auch dem Volk dann das Gesetz gegeben. Im Neuen Testament wird Moses ganz klar aus und ja, einer von den Männern wurde und ja, der Glaubenshelden geteilt wird, geregnet. Luther es einmal lesen in Hebräer Kapitel 11, Vers 23. Durch den Glauben wird Moses, als er geboren wird, drei Monate von seinen Eltern verstärken. Sie sahen, dass er ein Schmocket kennt wir und sie leuten sich durch den König sein Gebot nicht ängstchen. Durch den Glauben will Moses, als er erst abgewachsen wird, nicht mehr als ein Sehen von der ägyptischen Königstochter gelten. Und dann können wir noch wieder lesen. Aber wir sein, er ist einer von den Glaubenshelden. Am Leben von Moses können wir auch besonders sein, wo Gott durch uns im Leben führen und leiden wird und wo auch manchmal dort wird, wir würden sagen, aus ein Problem in unserem Leben fährt, Schwierigkeiten, Hindernisse, all das kann Gott brücken, um uns auszubilden, um uns reinzumerken, um nur seinen Blut, vielleicht irgendwann Luther, eine Abruf zu erfahren. Also, auch wenn du vielleicht nie gut in deinem Leben eine Zeit durchgehst, wo du vielleicht nicht gleichst oder nicht verstehst, warum muss ich hier sein, warum muss ich dort durchgehen. Vor Gott haft ein Blumen, weil wir uns von Arm leiten und vieren luten, wird das alles zum Guten, zum Besten ütfallen. Auch dann, wenn Menschen gegen uns sind oder viele Hindernisse du sind, deswegen kann Gott uns all das Gut brücken. Im zweiten Buch Mose, wird auch noch besonders wichtig ist, wird uns der Heilsblumen Gottes eigentlich bildlich oder sehr klar beschrieben.
Wir können überhaupt sein, dass das Oude Testament von Gott besonders gut auch uns gegeben ist, um die Wahrheiten vom Neuen Testament irgendwie noch leben geworden zu merken, noch klarer und noch deuper zu merken. Und so, wenn wir noch einmal Kart trägen und das erste Buch Mose, als wir die letzte Bibelstunde gesehen haben, das handelt mal von dem Anfang von den Menschen. Und wir haben auch gesehen, wo die Menschen sind, in den Ungehorsam gefallen sind. Und so ging das wieder und wieder, immer weiter, wo sie ungehorsam wären. Und im letzten Vers vom ersten Buch Mose, im letzten Kapitel, im letzten Vers lesen wir, dass das erste Buch Mose hielt mit diesem Wort ab und leden an in ein Seuch in Ägypten. Hier redet dort von Josef. Also sie haben an in ein Seuch in Ägypten gelegt. Also das handelt hier von Dort. Und das, was wir von der Menschheit allgemein sein können, ja, dort geht alles nun eng. Jeder von uns muss einmal sterben. Oder das zweite Buch Mose, dort fängt mit einer ganz anderen Sicht an. Und hier können wir mal kurz von Anfang sein, wo Gott braucht nie sein Volk wirklich Frieden zu merken, los zu merken, an von der Sklaverie, von dem Problem rüberzuholen. Und das zweite Buch Mose, das so scheint die Erlösung uns beschrieben, wo Gott alles tut, brückt. Was auch interessant und abfallend ist, dass Gott Fährten überhaupt, wenn wir in der Bibel lesen, wenn er irgendwo gerötet werden will, dann fängt er mit einem kleinen Baby an. Gerade so auch hier die Geschichte mit Mose. Gott hat einen großen Plan, er will ein großes Volk von einer harten Sklaverie rüberführen. Aber die Geschichte fängt damit an, dass ein kleines Kind geboren ist. Vielleicht, wenn Gott die Geschichte verändern will, fängt er mit einem kleinen Baby an. Wir sehen das natürlich auch im Neuen Testament, als das größte Ereignis überhaupt, was auf dieser Welt passiert ist, fängt auch die Geschichte fängt auch an, wo ein kleines Baby durch in Bethlehem geboren ist. Und Luther hat Gott, was größer tut, auch gemerkt. Gerade so aus Mose, als das Baby geboren wird, dann wird das eigentlich, die Israeliten sollten der Junges überhaupt nicht am Leben lassen. Von Anfang an stand all das Baby in ihr Lebensgefahr. Und Luther, sagen wir, gerade so dort auch Jesus, nur dem heu geboren ist, da wird mal eine ganz kalte Zeit und futz werden all Menschen, was arm um Leben trachteten. Herodes, wo er all gebraucht hat, alle Junges, durch sein Bethlehem dort zu merken. Aber Gott hat einen besonderen Plan, dass das nicht passieren kann, dass er findet, dass nicht kann, kurz merken. Gerade so wie Moses, so auch wie Jesus, durch ein Wunder, durch eine besondere Führung, hat er das so geführt und hat Luther durch sein Plan ganz bis zum Ende geführt. Mit Moses, aber natürlich noch viel wichtiger auch mit Jesus. Was so weit von der aus Uwes unsere Betrachtung. Wir haben, wie gesagt, mal von der ersten Hälfte vom zweiten Buch Mose, von der uns beschäftigt. Und die kommende Bibelstunde, weil wir so gut werden, dann mal uns mit dem zweiten Hälfte, mit der zweiten Hälfte, zweiten Part von dem zweiten Buch Mose uns beschäftigen. Wollte ich noch kurz sagen, weil ich kurz aufschließen, wer von Ihnen noch gern deuper sich mit der Thema, mit der Bibelstudien beschäftigen macht, der kann einfach ihn bei der Videobeschreibung ab den Link drücken und du wird ein Dokument sein, wo noch Fragen zu der Thema, wo ihr finden kann. Bei uns wird hier lokal in der Gemeinde sein, ich würde Fragen natürlich auch in der WhatsApp-Gruppe einschalten, oder wer vielleicht von Salzburg kriegt, kann dort auch, dort ist ein PDF-Dokument, kann dort auch mit diesem Link selbst raufluden. Und wer sich Zeit nehmen will, noch was Fragen zu beantworten, er wird jedem eine Meld merken, sich die Zeit nehmen, die Fragen zu beantworten, das ist nicht sehr schwer. Ich wünsche dir Gottes Segen, der Herr sie mit dir, und ich hoffe, dass das nicht mal lang wird, dass wir uns wahrer wo nicht an alle wahrer sein und ganz normal wahrer bei uns im Versammlungshüst kommen. Was so wird, bete ich für dich und wünsche dir Gottes Recken Segen. Amen. Wir wollen nun erst noch einmal Taupen Leute singen. Das wird nun wahrlich hierher kommen. Und nachdem wir das Leute vorig gesungen haben, dann ist das Programm hier so weit vorig.
aber auch mal besonders sein, dass wir uns dann nur dem Furz noch aus Familie oder wo immer wir sind, taub sind, dass wir uns dann noch Zeit nehmen, zum Gebet. Weil wir einer für den anderen beten, weil wir für Gott sein Rück beten, für alle Anliegen, die wir haben. Und so wünsche ich dir auch wieder eine gesegnete Werk bis zum nächsten Mal. En estos tiempos necesitas un salvador, un ancla firme, debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. En estos tiempos necesitas la Santa Biblia, la palabra. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. En estos tiempos sé que tengo un Salvador, un ancla firme, seguro estoy, seguro estoy. Sé que mi ancla en la roca está. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Seguro estoy, seguro estoy. Sé que mi ancla en la roca está.